freie Fernsehsender Ribbon TV präsentieren auf euren Internetsender aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Und Mitveranstalter sowie Gastgeberin Heidi in ihren Zauberpark in Wien. Hallo. Darf man fragen, was ihr da für einen Stand anbietet? Englisch? Portugiesisch, Spanisch, ein bisschen Deutsch. Ah, okay. Ja. Wo viele Monate in Sie? Es ist ein Erfrischungsstand. For coolness, this is for drink and coolness. Brasilia cocktails. Yeah. Yeah. They can be feeling from the Caribbean. Yeah. Okay, you make vibrations. Uh-huh. Fine. Nice day. Okay.
Das ist der Schlangenmarkt. Ja. Ja. Und was kann man da bei der Schlange empfehlen? Nippert ihr den Schwanz oder nippert ihr den Kopf? Ich weiß nicht. Man kann es so rundherum drehen. Aha, das ist die Spiralschlange. Die kann man dann für die Sprungfedern in Matratzen verwenden, oder? Nicht? Das ist keine echte. Ach so, es geht nur bei den echten dann. Also es ist ein sehr schönes Anschauungsstück. Also wir wollten es pranken. So. Ja. Wir wollten die und die Leiter. Drehung, die ist wichtig so rum, oder? Andersrum darf man es nicht drehen. Schon? Ah, schon auch. Man kann es, aber ich will es gerade. Wir wollten auch die Leiter schrecken. Die Schlange, die gibt vor, dass sie lieber in dieser Richtung möchte. Ja, und wir schrecken sie dann, weil wir verstecken uns hier und wir bewegen dann Schlange, weil es hier ist. Aha. Dann muss man vielleicht so eine durchsichtige Schnur dran binden, dann ziehen dran. Nachher sieht keiner, dass da Schnur dran ist. Ha? Da müssen wir aufpassen, weil es schneidet dann vielleicht durch. Ach so, aber wenn man ganz richtig zubindet. Ja, okay. Schaut mal Schnur, dann machen wir weiter. Und ich weiß, dann binden wir es kurz und über den Kopf und dann können wir den Kopf bewegen. Genau, und dann, wenn die Menschen sich schon erschreckt haben, dann kommen wir rauf und dann sagen wir, das ist doch keine echte Schlange. Genau, weil ihr euch hinter dem Busch versteckt habt, gell? Da schreckt es dann Busch hervor. Hinter der Bar, runter. Eine Spinne. So, wer schreckt sie jetzt mehr? Wer vor der Schlange oder wer vor der Spinne? Oh ja, große Spinne, ha? Ich weiß. Ja. Ist sie weg? Wer hat mehr Angst? Vor der Plastikschlange oder hier von den Spinnen? Von Spinnen. Von den Spinnen? Ich auch. Was tun die gleich? Die Spinne ist nicht weg. Die dann so lang mit den Beinen spinnen, dass es unheimlich ist, gell? Eine Seilspringschlange, genau. Oder ihr Springschlange. Zauberpacking.
Ja. Und der Doris und der Thomas sind auch wieder mit dabei. Hallo. Hi. Es hat sich auch wieder komplett ausgestattet wie beim letzten Mal. Ha? Oh. Noch mehr sogar. Diesmal haben wir eine ganze Fuhr CBD-Öle mit. Ah, was für die Heilung. Ja, genau. Aha. Mit Hasel, aus Hasel, ja, genau. CBD in Haselnussöl. Das ist eigentlich unbezäubar, gell? Ja. Flüssiges Gold. Ja, das, aha. Ich habe einen Freund, der hat Epilepsie, der kriegt das auch. Der zahlt Unmengen. Ja, ist ja. Leider noch so. Ist, aber es werden immer mehr, die das produzieren, frage ich. Wird es günstiger werden in Zukunft. Ah ja, eben. Ihr schaut ja die Pioniere im Botschafter, dass es dann einmal in die Masse einbringt, gell? Ja. Und was kannst du uns heute anbieten? Eine Schlange. Eine Schlange? Habt ihr jetzt die Schnur gefunden? Habt ihr noch keine Schnur gefunden? Ja, mit der Schnur müsst ihr es ja machen, weil dann schaut es echt aus. Also die Freundin sucht noch, oder ist es die Schwester? Die sucht noch eine Schnur, gell? Ja, genau. Da wird es dann spannend, da müsst ihr mir rufen. Vielleicht schreckt man ja ein paar Menschen. Da ist ja. Und gekocht wird auch heute wieder? Heute? Nein, heute mal nicht. Ja. Wir warten mal ab, vielleicht morgen. Ah, sehr interessanter Banner. Vorsichtig ist noch vorher auch keiner. Nein, leider. Nur ganz eine dicke Weiße, die ist fast dicker als eine Schlange. Wirklich? Ja. Das ist ganz eine dicke, ja. Ganz eine dicke. Ich glaube, der Michael, der ist so wie ein Hausmeister da. Ja, da brauchen wir eine rote. Das ist richtig. Hallo. Sie bieten da selbstgemachtes aus dem Kloster an? Ja. Ah, sehr schön. Was haben Sie denn da? Marmeladen eingemacht, das Obst? Apfelmus, Liköre und Kuchen. Nach alten klösterlichen Rezepten. Ah, kann man sagen. Ja. Jedenfalls der Eierlikör ist Hildegard von Bingen. Ah, sehr interessant. Er war eine sehr große Nonne, die Hildegard von Bingen. Die war sehr groß. Ja, habe einige Bücher von ihr. Bienen habt ihr auch, wie man sieht. Bienenstöcke haben wir auch. Ja. Darf auch in keinem Kloster fehlen, gell, die Bienen. Ja, nachdem wir so einen großen Garten haben, warum? Man stellt ja auch so Seidenhandtücher, Halstücher. Ah, habt ihr so ein Projekt mit Indien? Ja, unsere hauptsächlich in Indien Niederlassungen. Aha. Ja, da hilft so Schulkindern oder Familien generell? Oder? Ja, blinde Kinder und behinderte Kinder und ja. Ah, sehr schön, danke, dass du das machst. Und in den Schulen sind es auch, ja. Mhm. Und für die sammeln wir halt dann auch. Ja. Und du darfst dann auch singen, sozusagen? Singen? Ja, sind das so... Das ist in unserer Kirche war mal ein Konzert. Okay, ja. Und das ist aufgenommen worden und jetzt verkaufen wir es halt immer. Oh, schön. Und das machen wir auch selbst. Das ist Lavendelzapfen. Ah. Ah ja, wie zapfen ich auch geschützt. Sehr schön. Ja, gut gegen die Matten zu Hause dann, gell? Ja, Heidi, die kann man so schön dann auf dem Bäderhaken auf. Ja, ja. Das kommt mir auch schon sehr bekannt vor. Ja, das ist auch Lavendel. Ja.
Ich habe so einen selben Sackerl mit so einem Lavendel einmal von meiner Mutter bekommen. Ja, wir haben einmal so einen Sackerl gekriegt, jetzt haben wir gesagt, was wir gekriegt haben. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es sogar von euch, was ich da damals gekriegt habe. Keine Ahnung. Die Welt ist klein, vor allem Österreich, sage ich Salzburg. Ja, das ist in Salzburg aufgenommen worden, die CD. Ah, sehr schön. Das ist eine Musik. Ja, ein Festspielhaus? Nein, das ist ein Dom oder irgendwie. Eine kleine Gruppe. Ah, okay. Da habt ihr eine Krippe auch. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Das ist eine schöne bunte Mischung. Ihr habt euch sehr schön ergänzt. Das macht es wirklich komplett hier. Ja, danke schön. Allerlei gedacht hier an diesem Festival. Ich wünsche euch noch viel Erfolg auch. Danke, ja, das haben wir auch zu verdanken, die hat uns eingeladen. Ja, gell, der hat uns da wirklich sehr viel ermöglicht. Ja, danke schön. Dann alles Gute. Danke, gleichfalls. Ja. Nein, ich mache das so wirklich jetzt, dass ich einfach eine Büchse nehme. Hallo. Hallo, grüße. Dass ich eine Büchse nehme und dann sollen sie gleich selber bedienen und das eine haben. Ja? Meine, was kann passieren? Was kann passieren? Ja. Sie sind da die Nahversorgerin. Ja, genau. Ja. Sozusagen die momentane. Dann macht sie eigene Säfte. Wir machen alles, ja. Ja. Das wird dann extra, was so überbleibt und so natürlich. Also schon frisch auch dazu. Das wird dann verarbeitet. Eine schöne Farbe, ja. Aha, da habt ihr die Schnapsalregion. Ja, viel Erfolg noch. Danke, danke schön. Hallo, grüß Gott. Ja, für Sie fragen, was Sie da für eine kulinarische Reise anbieten. Ja, man nichts. Ja. Ja. Es ist eh nicht auch die ganzen Bücher, man kann mit den Thermomix alles machen. Österreichisch Mix, also so österreichische Hausmannskost auf. Auch österreichische Hausmannskost, aber wir machen alles mit dem Thermomix. Aha, das wird Thermo, also das hat dann die. Kann kochen, malen, mixen, kneten, zerkleinern. Kochen. Ist das wie so ein Kelomatler oder wie? Viel anders, viel besser. Aha. Also man erspart sich jeden Mixer mit dem, ja? Also es gibt da mal ein Gerät, das was so komplett neu am Markt ist. Nein, nein, nein. Nicht? Gibt's schon länger. 1984 das erste Gerät. Okay, ja, das ist dann eh schon. Man kann bis zu 5000 Rezepte runterladen. Es ist natürlich seit 2014 ist das jetzt da. Runterladen? Das funktioniert wie Computer? Vom Internet. WLAN. Internationale Rezepte, nicht einfach irgendetwas. Aha. Und es ist einfach so ein Guiding Cooking. Es ist für alle kulinarische Gerichte dann geeignet, egal was für eine Nation man nimmt, genau. Ob man jetzt was Griechisches machen möchte. Richtig, oder. Genau. Aha. Es sind viele Rezepte drinnen, also international. Oh. Und ja, kann man nur wärmstens weiterempfehlen. Interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg und interessante Gespräche beim Festival. Danke. Ah, du bist doch derjenige, den ich da beim Jausen störe, oder? Du störst mich nicht. Ne? Nein. Echt? Dann haben wir ja wirklich Glück gehabt. Na dann, du hast sicher Glück. Bist, alle. Bist ein Künstler, wie man mal den ersten Anblick annehmen könnte, oder? Ja, ich male, ich musiziere, ich schreibe, ich organisiere, ich manage, ich produziere, ich mache verschiedene Sportarten. Ein Multi-Art-Künstler sozusagen. Ich bin der Thomas. Ah.
für mich ist jeder ein Künstler, weißt du, wenn er sich mal anschaut, was die Menschen alles so können. Wie man sieht, bei dir sind einmal im Vordergrund die Bäume. Ja, das ist das Projekt, nicht? Also Bäume für Paros. Achso, das ist so ein Projektstück. Vor Paros. Da ist dann auch hier vom 13. bis 17. September mache ich dann hier eine 5 Tage, so eine große Veranstaltung. Nimm dir einen Folder mit, da steht dann alles drinnen. Aha. Also mit Tanzshows, wo ich auch die Musik mache dazu und alles, also japanische Ausdruckstanz. Ah, interessant. Und verschiedenste Dinge. Das ist dann die Hauptveranstaltung und dann schauen wir noch 2-3 Mal in Wien, Tris vor Paros, das ist so das Dach. Und dann im Frühjahr nach Paros und dann dort eine Woche mit den Griechen gemeinsam. Und ich war lange in Griechenland, ich habe in Griechenland gearbeitet, ein halbes Jahr auch, wo noch Griechenland also eine Rarität war in dem Sinn. Ist noch immer eine. Ja. Es ist schön, dass man, also vor allem du, die Verknüpfungen zwischen Griechenland und diesen anderen Ländern auch noch aufrechterhältst. Natürlich, ich meine, das gilt ja auch nicht nur für Griechenland, nicht? Es geht eigentlich um das, sagen wir jetzt, die Quintessenz von dem Ganzen, international einfach freudig und in Frieden, gemeinsam Kunst machen, gemeinsam lachen, gemeinsam essen. Leben, ja. Einfach leben, ja. Mhm. Musizieren miteinander, dass die Kinder malen. Also ich habe dann, stelle dann auch im September extra für die Kinder einen eigenen Malplatz und so weiter. Mhm. Platz gibt es und Sita riechen oder das so. Das sind alles in meinem Prospekt drin. Da kommt dann noch ein Blatt rein. Da gibt es dann auch ein Rätsel dazu. Da steht hier alles drin. Achtung, Achtung. Aha. Ja, dieser Prospekt ist ein Kunstwerk, der war viel Arbeit und hat auch Geld gekostet und ist ein Unikat. Es gibt keine zwei gleichen Schneeflocken, also kann es auch keine zwei gleichen Prospekte geben. Interessant, nicht? Dass ein Rätsel, das macht es noch interaktiv sogar mit, genau. Nicht nur der Künstler separat steht, dass er Monolog wird, sondern dass nein, du auch, das will ich auch nicht. Deine interessierten Menschen mit einladest. Ein genau, ich lade da jeden ein. Gesamtkunstwerk daraus zu so werden, ist es ein Gesamtkunstwerk. Aha. Ich habe auch eben auch vor jetzt 19 Jahren eine Akademie wieder gegründet, eine Lebensakademie. Das ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung kreativer, geistiger und körperlicher Ausdrucksformen, natürlich noch immer in Meidling. Und wir haben die einzige offizielle anerkannte Lebensakademie in Österreich. Wow. Gegründet. Ah, interessant. Ja. Ich darf das. Ja, du wirst sicher auch für sehr interessante und fruchtvolle Begegnungen da sorgen. So viele Leute, Menschen kennengelernt. Und Polinia von damals ist da. Die Rosen. Also, wir kennen uns 20 Jahre. Der Gerhard ist da mit seinen Friedensfähnchen. Wir kennen uns auch schon über 20 Jahre. Also, Standkollegen, es hat Standfreunde. Wir sind auch Freunde und es kommen noch viele Freunde heute auch. Eben auch für die Veranstaltung im September, nicht? Muss ich ja noch einiges besorgen und organisieren. Aber das Programm ist schon klar und wenn du das liest, weißt du alles. Ja, also der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr verlockend. Das freut mich. Ja, ich bin schon gespannt, was da heute alles so abläuft. Du bist da die ganzen 3 Tage hier oder heute nur? Ja, oder ich bin schon, aber ich werde nicht die ganze Zeit hier sein. Mhm. Ja, natürlich schaust du ja um oder wirst irgendwas. Ja, ich muss ja dann heimfahren und so weiter heute auch noch. Und, also du bist auch gleich aus Wien? Ich bin aus Wien, genau. Ja, aus dem 12. Bezirk. Ja. Ich bin ein Wiener, ja. Ja, schön. Ich kann es heute wenigstens aus also Wiener, bin ein waschechter Wiener. Ja. Aber bin international. Also, alle, die Respekt und lieb sind, sind alle herzlich willkommen bei mir. Na gut, dass wir so ein offenes Festbett machen, da braucht man nicht einen guten Heimvorteil wünschen. Nein, gar nicht. Ja. Kannst du dich einfach normal und lustig aufführen und kann man ruhig tanzen und singen, ist alles drinnen. Aber ja, schön, da sind wir bei dir auch ganz richtig mit offenen und interessanten Begegnungen. Ja, und Spaß und davor auch noch was lernt. Cool. Es geht auch natürlich ums Lernen, nicht? Das ist klar. Nicht? Und ich darf jeden Tag lernen, nicht? Das ist so schön. Ja, ich habe heute schon wieder so viel gelernt. Ja. Ich muss aber auch
dann lache ich auch über die Sachen, die nicht so angenehm waren. Vielleicht habe ich es eben auch nicht angenehm, es passt alles. Ja, aus der Langeweile bestens. Kommt keine Fülle, ist klar. Das passt schon alles. Wer bist du? Ich bin der Roman, ich mache Krypto-TV. Okay. Mein Magazin habe ich Krypto-TV benannt, weil ich das Geheime, Verborgene ins Tageslicht bringe, was ORF oder Servus-TV nicht können. Gut. Machen halt dann. Super. Wir. Ja, super. Wünsche ich euch alles Gute. Und hast du eine Karte von dir oder irgendwas? Ja. Das machen wir mal kurz. Hallo. Hallo. Golden Era. Aura. Akademie. Wow. Ja, persönliche Aura-Analysen-Seminare, Aura ausbilden. Wow. Also wirklich ja sehr, sehr schön gemacht. Na, danke schön. Ja, ja. Mit viel Geschmack. Danke. Ein großes Angebot. Ja, ja. Die Zeichen, siehst du, das sind wirklich spirituell, oder? Hallo. Hallo, hallo. Die Frau Dagmar Neubronner. Ganz genau. Ganz, ganz ein schöner Tag, wenn die Frau Dagmar Neubronner bei uns ist. Hallo. Dagmar Neubronner, original. Ich bin von Krypto-TV. Ich habe von dir schon mal was gesendet über Medienfundstück der Woche, wo du mit dem Gordon Neufeld über die Missbildung der Kinder, ich habe es auch übersetzt gehabt. Super. Bei uns im Kabel-Satellitenfernsehen habe ich es dann auch ausgestellt. Ja, schön. Ja, das kommt ja jetzt dann auch dann. Fahren wir über die Bücherrängel drüber. Ja, ich habe schon gesehen, da sind E.T. mit der Kamerarängel drüber. Gerade dieses Buch E.T., was die Dagmar ja raus, also ins Deutsch, was hast du das übersetzt sogar, gell? Das habe ich schon 1995 übersetzt. Ja, das ist irre. Und der Renner, dieses E.T., aber das hast du richtig von der Pike auf übersetzt. Ja, gell? Da war ich noch freie Übersetzerin. Lass mich einfach mal ganz kurz. Und dann habe ich irgendwann 10 Jahre später, da war es schon lange vergriffen, habe ich die Rechte. Ich muss ja nicht den Ton drauf holen. Ja. Ja, hallo. Sie sind halt für die Dagmar Neubronner da. Ja? Habt ihr einen Verlag hier? Ja, sag mal Salat. Ja, ja. Ich habe gestern auch schon mit dir ein bisschen gequatscht. Dann ist mir die Batterie ausgegangen. Ach ja. Aber es ist so schön, dass du noch alle da seid. Habt ihr wieder ein neues Buch rausgebracht? Und das E.T., das kenne ich ja noch, das hat sie ja selbst übersetzt auch, gell, ins Deutsche. Ja. Ja. Habt ihr jetzt also einen neuen Laden? Das neue Schlager. Ja, da kommt jetzt kommt eins, im September soll eins rauskommen. Mhm. Also das ist in den letzten Zügen, ne? Und sie will wieder mehr machen, aber... Es ist ihr eigener Verlag von der Dagmar Neubronner, oder? Ja, ja? Aha. Das stimmt. Ja. Ja, schön, was sie so... Es ist auch eine sehr vielseitige Frau, was sie schon alles bewerkstelligt. Ja. Dann auch noch Zeit bei der Sprechstunde hat und... Ah, mit den Kindern, die Kinderprojekte, gell? Das sind Kinderprojekte, sie macht eine Ausbildung, sie gibt Ausbildungen, ne, für Erzieher und so. Mhm. Dass die Kinder mal ein bisschen eine bessere Bildung wieder abbekommen, nicht so missbildet werden. Also da geht es eigentlich eher um Erziehung, ne? Die ist für Erzieher und für alle Leute und Eltern und für alle Leute, die mit Kindern zu tun haben. Und da geht es gar nicht so sehr um Erziehung, sondern darum, wie man ein
Also da geht es nicht um Bildung, sondern da geht es auch um, wie man ein Kind so erzieht, dass das ein... Dass es sich entfaltet nach eigenen Talenten. Das ist ein Individuum so, ja, ein Massenmensch einfach. Ne? Dass man seine eigene Berufung herauskristallisieren kann von dem Kind und nicht etwas aufsetzt, wie der Vater sagt, du musst meinen Betrieb übernehmen. Und ja, also ganz so plakativ. Tief geht das gar nicht, aber es gibt so Grundvoraussetzungen. Das sind halt so Reformen, die sie da anstrebt in der... Und dafür muss ein Kind einfach schon mal reif sein. Mhm. Und dafür macht sie die Kurse. Das erst einmal Kind sein lassen und das auch erkennen, wann setzt man wirklich eigentlich das ein, dass man an den gesellschaftlich prägen anfängt. Man ganz ohne Prägung geht ja gar nichts, aber ja, genau, das welche ist also Richtung? Nichts für Eltern, die ihre Kinder für den Wettbewerb optimieren wollen, sondern eher Leute, die was, die Interesse daran haben, dass ihre Kinder reif und erwachsen und warmherzig werden. Ja. Ihr eigenes Bestimmung im Leben finden, nicht wo reingedrängt werden, in einer Personamaske. Genau. Ja, dann viel Erfolg mit euren Stand und freut mich, dass ihr das auch so vielseitig mit lebendig gestaltet. Das ist ein Ausbildungsprozess. Und Ausbildung und Freude. Das war kein Befehl. Wir müssen nicht mal. Wenn wir schon einmal kommen, das war freiwillig. Und wir sollten uns freuen. Das Obst, das ist ja auch super. Haben wir auch schon gekrallt. Ja, ja. Tisch. Moni kommt ja morgen, ne? Und Andreas. Wir haben nämlich noch telefoniert. Ja, schade, wenn sich irgendwer da den Zaubergarten entgehen lässt. Du, du, yeah, dann so. Okay, ja. Der vorher war. Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Ich will dich verbrennen.
Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir leben in sehr bewegenden Zeiten. Mir wurde dieses Leben gegeben. Ich will mein Leben leben. Warum willst du es mir nehmen? Mir nehmen. Geboren, mich zu erfreuen. Geboren, ich bin nicht allein. Geboren, ich fühle mich geliebt. Geboren, beleben mich. Ich werde mein Leben leben. Warum willst du es mir nehmen? Mir nehmen. Vergessen, gegessen, vergessen, verraten. Verraten, du hast mich besessen. Vergessen, gegessen, all die anderen und mich. Verraten, verraten, schau mir einfach ins Gesicht. Schau dir einfach ins Gesicht, ich bin doch so wie du. So wie du. Du bist ja ein anderes. Was ist denn nur an mir? Wir spüren die Wärme, Geborgenheit. Das Hölle und hört mich an. Hallo. Hallo. Ja, Heide Marie, du bist da voll am Werken am ganzen ja, Tag. Ja, jetzt packe ich gerade ein. Ah. Aber nur, wenn ich schön aussehe, sonst muss es weg. Das haben wir dich beim Feierabend erwischt. Ja, genau. Ja. Da hat es halt total fleißig da ja rumgewerkt, gell? Ja, genau, das habe ich. Hast du einen Roman verfasst? Nein, ich habe hier die MedAstros Kurzskripte geschrieben für die Leute, die schon vorbestellt haben. Die haben sich das aus Blindenmarkt gemerkt. Ja, yeah, cool, ja. Yeah. Gell? So, so schlägt es schon Wellen. Ja, das schlägt schon Wellen. Das macht richtig Spaß. Ja, jetzt feiern wir, gell? Auf, Heide Milch. Der Strom ist gerade alle. Jetzt muss ich nämlich neu. Also genau, machen Strom ab und dann ab ins genau. Getümmel. Genau. Bis tschüss. Bis dann. Ja, lass doch das leuchten. Ach, wie gut. Mein Herz leuchtet. Du, das ist nicht ein Problem, wir weichen. Ah, okay. Mutili. Sag was. Er schaut lieber. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Da freue ich mich auch. Das kann nie das ausdrücken. Aber das ist sehr persönlich. Hallo. Das sechste Stück ist Wolf. Es handelt von einem Menschen, der meint, sein Glück im Außen zu finden. Er ist immer auf der Suche. Aber dass das Glück in dir selber drin ist, dass sich kein anderer glücklich machen kann, außer du dir selbst. Das gilt es einfach zu begreifen. Ich kann niemanden brauchen, der mich glücklich macht. Das geht es nicht. Mich kann keiner glücklich machen. Und irgendwann ist das alles verbraucht. Wolf. Du warst noch so jung und immer an einem anderen Ort. So viel ist passiert, doch immer wieder gingst du fort. Du hast im Winter gefroren. Sie nahm dich mit nach Haus. Sagtest du, suchst Wärme. Doch lange hältst du es nicht aus. Du bist so ruhelos und immer auf dem Sprung. Und
immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf fährst du hungrig durch die Nacht. So viel Zeit ist vergangen, du lachst noch immer diesen Weg. Und wenn der Sommer kam, hast du dich nach dem Herbst gesehnt. Du hast so viel gesehen, du hast vieles mitgemacht. Es gingen Freunde fort in die helle lange Nacht. Oh, hey, hey, manchmal so weit weg und so viel Einsamkeit in dir. Du ertränkst die Gedanken, yeah. Sie sieht dich an und spürt. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung und immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf schreist du hungrig durch die Nacht. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung und immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf schreist du hungrig durch die Nacht. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung. Hör auf zu lauern, zieh endlich deine Stiefel aus und schau sie nicht so an, von ihr kommt nichts Böses an dich ran. Genug und kosten um die 5 normalerweise, das Bier um die 2 circa, das heißt um die 7 Euro ist voll okay. Jetzt gibt es ein leckeres Hanfbier. Thomas hat es gerade aufgemacht. Also der Schwips, der kommt von Alkohol da drinnen, habt ihr letztens gesagt. Ja, nur vom Alkohol. Das ist das Einzige, was bei uns beschwipst werden könntest. Ja, dann schauen wir mal, wie es uns schmeckt. Beurteilen wir es gleich. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch, gell? Oder vielleicht ist es auch besser so, aber es schmeckt super. Schön. Es hat schon wirklich einen eigenen Geschmack. Es ist so, leicht, so, es ist leicht eine Kreuzung von Hopfen und Hanf, kann man schon sagen. Mhm. Die Extrakte, die drin sind vom Hanf, sind einfach, das ist das Süßliche und das macht es auch irrsinnig süffig. Das trinkt sie wie... Ja, ich darf gar nicht anfangen, weil eins gegen Mittag und das war's, weil sonst wirst du nicht fertig damit. Österreichisches Produkt. Ja, so heiß war es halt nicht. Ich habe so einen super Schattenplatz gehabt. Ja. So etwas geschieht. Und wir erfahren. Jetzt alles neu. Ist es verstoppt, abgeflaut oder ergraut. Wir begegnen uns ganz ohne Schuld. Wir gehen zusammen gehen. Dann ist der Himmel wieder warm. Es fühlt sich an wie auf Wolken schweben. Es fühlt sich an wie ein Orkan. Ja, wir gehen der Sonne entgegen. Und es wird endlich wieder warm. Muss jetzt ein bisschen auffällen dann zu Hause im Schnitt. Du bist eben bis Sonntag bist du noch da, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja? Nee, ich muss mir einen anderen Platz aussuchen, weil dort hinten ist es leider überhaupt nichts Positives rausgekommen. Dann ab also bringst die weibliche Frauenpower, bringst du. Ja, das auf jeden Fall. Schau, die Ohrringe kann man austauschen, die kann man andere reinhängen. Das ist, in meinen Bildern sind Löcher drinnen und das kann man rausnehmen und das anders reingeben. Das ist der Tempel der Religion, der von zwei Engeln bewacht wird und das ewige Licht, das Feuer ist drinnen. Das ist die Königin, sie hat so eine Landschaft auf ihrem Rock
und dort hinten ist die Soyuz-Rakete und das ist der Tempel, der alte aus dem Basalt mit den Pharaonen. Das ist wirklich und das ist die atlantische Landschaft im Hintergrund. Mhm. Und der Tempel aller Religionen endet mit einer Galaxie, wo alles eins ist. Ja, wie du das alles verwoben hast. Und das ist alle Religionen hier. Ich meine schon alleine, wirklich wie gut du malen kannst, schon, wie du es auch die Elemente miteinander verwoben hast. Ja? Eben du sagst, da die Galaxie, da bildet schon fast wie eine Kuppel auf. Schau, von den wie Turm. Es drinnen ausschaut in der Tempel, wie man so Gänge hat und man geht so herum. Und schau, diese Landschaft von der alten Atlantisstadt und da sind die Piers, wo die Schiffe landen. Diese Schiffe können nicht nur am Meer fahren, sie können in den Himmel fliegen und sie können durch die himmlischen Tore gehen und in andere Dimensionen kommen. Und all die Rüstung habe ich hier gezeichnet, ja, und das habe ich so raufgeklebt. Ja. Da fehlt jetzt noch ein Ohrring rein. Ah. Das ist sehr schön. Ja, der hat eine wunderschöne Rüstung an, das ist Symbole mit magisch. Das sind zwei Damen, glaube ich. Ja, oder? Ja, ja, bitte. Das passt nicht so gut zusammen. Das sind zwei Ladies. Ja, ja. Eine russische und eine österreichische Lady. Ja. Mhm. Genau das. Du hast mir schöne Grüße vom Dubi aus. Die neuen Botschafter. Wie bist du denn du? Ja. Vielleicht kommt er morgen mit meiner Schwester, der Dubi. Dann lernst du ihn kennen. Ja, der ist dann voll verliebt in dich. Voll verliebt ist der Dubi dann in dich. Mein Gott, wenn du den Dubi siehst, Mann, dann bist du voll verliebt in ihn. Ja. Er ist so schön und so groß und so liebevoll ist er. Ja, wird dich beschützen. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. So ein ängstliches Projektionen. Ich kenne mich mit solchen Sachen auch sehr gut aus. Maßkontakt. Mhm. Und alle Fotos, die drinnen sind, das ist, bin ich mit meiner Familie und halt aus meinem Archiv. Ne? Das hört sich gut an. Ne? Der kann aber spielen, ne? Das Video hat auch der gemacht, der was das hochgeladen hat. Ja, ja. Ja, schön. Mit mir zusammen. Ich war Regisseur und ihm gesagt habe, was er machen muss. Aha. Das ist toll, ja. Schön, wie es auf den Oldstyle-Look gemacht hat. Ja, ja, das ist ein Retro-Look. Das Lied ist ein absoluter Retro-Look. Von 1930, ja. Genau. Mhm. Das ist meine Zeit. Und auch vom Mond komme ich auf die Erde. Sehr schön gemacht. Ja, ja. Das ist gut umgesetzt, die Animation. Libertäres Lied, sehr schön. Libertärer geht's ja nicht mehr.
sehr passend mit den Bildern. Ja, der Michael hat es super gemacht. Ja, das hat er wirklich, das Thema sehr gut getroffen. Er ist ein super, er heißt Gigi Somali. Im Internet ist er Gigi Somali zu finden. Er hat das Thema sehr gut getroffen. Wow, das ist genial. Das ist schon richtig geil. Du kannst schon was. Super gut. Das haben sie 1930 auch schon vorgetragen. Warum begreifen es denn die Menschen? Wir arbeiten daran, aber es ist nicht einfach. Madison Berger, der ist von der Standing Rock Bewegung geworden. Der ist der Medizinmann von den Cherokee-Indianern. Der hat dann Vortrag gehalten. Wahnsinn, schade, aber alles versäumt in meiner Arbeit. Ja, weil ich bin noch so eine Sache, die müsste ich bisher auch das war mein Geburtstag, 72. Aha, okay. Du bist für ein Jahr älter wie ich. Du alter Knädel, du. Ja, ich bin noch 60. Im März 1969. Süß. Ja. 369, schön. Ja, ja. Wow, das ist genial. Du kannst. Heidi. Heidi, wirklich. Hier gehört er. Heidi ist aber hübsch. Ja. Bin mit dran geklopft. Lass uns mal erwachen, lass uns den Frieden zusammen schaffen. Zu den Sternen, um besser zu werden. Einheit, lass uns alle erwachen, lass uns den Frieden zusammen schaffen. Ich danke sehr. Irgendwann einmal hoffe ich, ihr werdet das Lied irgendwo mit der Musik hören und das wird für immer einen Platz in eurem Herzen gewinnen. Ja, dankeschön. Ja, mein Respekt, dann wir mal Prost. 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 Dankeschön. Der Bruder hat Timing gehabt jetzt. Oh, ja. Ein Jahr lang. Weil du auf Englisch 10 Minuten und dann noch 8 Stunden schlafen kannst und dann weg und die. Und es war ja eine. So. Die Floschen wieder mit uns. Was ist das? Leere. Was gar nicht. Nein, der ja, in der Kiste ist da hinten. Na,